von Cedar, ja, Cedar Point, sehr gut. Tag 3. Achterbahnreisende aus, nicht aus Cedar Point, sondern aus dem Nuka Kiwi Park. Nuka Kiwi Park. Wir sind heute. Das ist interessant. Oh Gott. Das stinkt. Heute ist Dienstag. Und wir waren eigentlich schon am Sonntag hier, aber leider hat der Park am Sonntag zugehört. Ja. Und da wir ja versuchen, wirklich möglichst jede Achterbahn mitzunehmen, sind wir heute nochmal 2 Stunden hergefahren aus Tampere, wo der Park, den wir eigentlich heute besuchen wollten, direkt vor der Haustür liegt. Aber erst in 2 Stunden aufmacht, ja. Aber erst um 12 aufmacht. Ja, somit haben wir jetzt gerade nochmal schnell den Zeitklon gemacht. Genau, der ist da. Genau. Also steht hier auf dem Parkplatz vom Park. Genau. An der Tankstelle. An der Tankstelle, genau. Der Park ist irgendwie an der Tankstelle. Ja. 2006 hat der Park hier aufgemacht. Steht zumindest laut RCDB. Die Fahrgeschäfte sind mindestens alle älter. Ja, also teilweise 60 Jahre alt. Scheinen hier auch irgendwie aus den USA gekauft zu haben. Ja. Wahrscheinlich hat der Besitzer dieses Parks irgendwie einen amerikanischen Funfair aufgekauft und diese ganzen Fahrgeschäfte hier aufgestellt, bis auf die Achterbahn, denn die Achterbahn stand ursprünglich mal in Österreich. Ja. Und dann im Vasaland, hier in Finnland. Und jetzt hier. Auf dem Parkplatz. Genau. Und rappelt vor sich hin. Aber macht Spaß. Zum Park selber, kostenloser Eintritt. Man bezahlt hier wieder mit den Tickets. Was war dein Highlight hier? Highlight war definitiv der Paratrooper. Gar nicht mal die Achterbahn. Die Achterbahn war witzig, war gut. Aber so ein Ding bin ich noch nie gefahren. Und ich war extrem überrascht, wie wild das dann doch ziemlich zugeht auf der Fahrt. Genau. Also in unserer Beladung war es ein bisschen gruselig. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Ding einfach abfällt. Ja, wir hatten gegenläufige Erfahrungen. Ja, also mir ist ab. Naja, egal. Aber wie war denn eigentlich die Geisterbahn? Gruselig. Gruselig gut? Nein. Ja, der Geisterbahn gibt es ja auch noch. Ich möchte die nicht jugendfreie Sache jetzt nicht erzählen, aber es standen zumindest auch Nazi-Motorradfahrer rum. Ja. Ja, und vorneweg sind 3 Toilettenschüsseln mit Skeletten drin. Sehr skurril. Also der Park ist wirklich sehr skurril und er ist voll. Also es sind Leute hier. Man würde nicht vermuten, dass hier Besucher sich hin verirren, aber es sind auch einige Familien heute am heutigen Dienstag hergekommen, um die großartigen Attraktionen hier zu erleben. Ja, der nächste Tag ist glaube ich der nächste Samstag, wenn er aufhört oder so. Und dann sehr, sehr schmal Öffnungszeit. Also es ist schon sehr, sehr rar, hier an diesen Count zu kommen. Wir haben es jetzt geschafft im zweiten Anlauf und fahren jetzt wieder zurück, 2 Stunden nach Tampere und genau. Ich würde noch ein bisschen am Auto dösen und dann wieder weiter. Okay. Bis dann. Guten Tag. Hallo. Wir sind jetzt in der Raucherecke. Das ist richtig. Der Raucherecke von Serikinjenmerki. Genau, hier an dem wunderbaren Flying Coaster von Zampella. Typ Volare irgendwie. Von 2005. Name ist egal. Achso, ja, genau. Haben wir vergessen. Wie heißt der? Trombi. Ist eher ein Zombie, die Bahn. Zombie Coaster. War mein erster von Zampella, Flying Coaster, wenn man es so nennen kann. Wer die Zampella Karussells kennt, wie zum Beispiel Drachenzähmen, dieses komische Flugkarussell, weiß, wie die Gondeln aussehen ungefähr. Stimmt, genau. Nur noch ein bisschen unkomfortabler und noch ein bisschen. Und dann muss man sich vorstellen, man wird da in diese Gondel hin und her geworfen. Ja, genau. Also wie so, als würde man jemanden so eine Keksdose reinstecken und kräftig schütteln.
Immer so fährt sich das. Ja. Man hat keinerlei Erlebnis, als würde man fliegen, sondern würde man nur, ist man nur hin und her geschleudert. Und es tut richtig weh. Ja, sehr unangenehm. Kann man eigentlich abreißen. Davon gibt es leider 9 Stück. Und es wurden schon welche gebaut, dieses Jahr. Ja, es werden gerade 2 neue. Also einer wurde neu gebaut, einer wurde umgesetzt. Wenn ich das gerade gelesen habe. Auf jeden Fall keine schöne Erfahrung. Der macht auch irgendwelche Loopings, wo er, also der fährt zweimal auf Rollen, also auch über Kopf. Ja, 2 Inversionen hat die Bahn. Ja. Auf ihren knapp 400 Meter. Obwohl sie die nicht haben sollte. Gut, reicht auch. Krass. Zu dieser Bahn. Ja. Wir werden mal weiter gucken, was hier noch so geht. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen länger im Park. Sind auch schon ein paar Sachen gefahren, werden jetzt die nächsten, also später nochmal darüber erzählen. Wir sind jetzt aber schon das Rafting gefahren, das können wir erzählen. Das ist halt ziemlich langsam. Rafting? Ja, das Rafting. Rafting haben sie. Ja. War sehr witzig, weil es wohl so langsam, dass am Ende sich die Boote gestaut haben und wir dachten schon, wir wären langsam, aber die Boote hinter uns, die haben regelrecht einen Stau verursacht und haben sich dann vor dem letzten Lift vor der Station verkeilt. Genau. Ja, ansonsten kommen wir ein bisschen rum. Der Park ist schön gelegen hier am Wasser. Und du willst weiterfahren, ne? Ich würde jetzt nicht mehr. Alles klar, bis später. Guten Tag. Hallo. Da sind wir wieder. Bei Tornado. Wobei er so wirklich gar nichts mit einem Tornado zu tun hat. Nee, eine Achterbahn. Ja. Kein Sinn. Und auch gestaltungstechnisch passt es nicht wirklich zum Tornado. Aber es ist trotzdem eine gute Bahn und auch die Gestaltung ist gut. Also die Station zumindest. Achso, fangen wir mit der Gestaltung der Station an, bevor wir über die Bahn reden. Genau, weil die ist unterirdisch. Genau. Die haben ja die Bahn, zumindest die Station, irgendwie in den Berg gesprengt oder gebohrt oder gebrochen. Gab's das nicht schon mal? Aber haben teilweise diese felsmassiven Wände schön offen gelassen. Das war leider mit so einem Gitter abgedingsbumst, aber das ist trotzdem eine beeindruckende Station, auch wenn es nicht wirklich thematisiert ist. Ja, und noch ziemlich hoch. Also ich würde sagen, so 6 Meter. Höhen kann ich nicht einschätzen, aber mehr. Ja, 6 Meter ungefähr. Mehr. 20 Meter. Weniger. 10. Okay. Zur Fahrt selber. Also es ist ja erstmal von Intamin. Ein Suspended Looping Coaster. Gibt es 2 Stück weltweit. Den einen sind wir letztens gefahren in Madrid. Der hier ist zwar kleiner, er ist nur 700 Meter lang. Ja. Nur 75 km/h schnell. Wir gingen ja zu dem anderen, der 80 km/h schnell ist. Ja. Oh. Aber irgendwie hat er mehr Wumms, oder? Auf jeden Fall, zumindest im ersten Teil, bevor er die Stationsdurchfahrt macht, hat er ein Looping und eine Hochrahol hinter uns. Und die durchfährt er mit richtig Schmackes und als besonderes Gimmick hat er auch noch nach dem Looping einen schönen Tunnel. Genau. Danach fährt man durch den Looping. Durch, also mittig durch. Ja. Das sieht von außen ganz nett aus, aber man sieht auch, dass es eigentlich viel zu langsam ist. Auch von außen sieht man das. Und das fühlt sich auch so an beim Durchfahren. Ja. Ist es eine Barrel Roll oder ist es eine Inline-Twist? Oh, da bist du da, keine Ahnung. Ich würde sagen Inline-Twist und man hat ziemliche Hangtime da drin und davon gibt es auch gleich 2 Dinge auf der Strecke. 2 Abschnitte. Also jetzt redest du von der Durchfahrt direkt nach dem Looping durch die Station. Ja. Weil man kreuzt nämlich die Station. Ja. Was akustisch immer sehr schön ist in so einer Betonhalle. Ja. Was kommt danach? Eine Helix. Genau. Und dann noch wieder so eine Rolle. Ja. Und Schlusskurve. Und dann geht's mit ziemlich viel Tempo in die Schlussbremse. Die wiederum in der Halle ist. Und? Was ganz gut Wumms macht, also Lärm macht. Und da sind halt, die Bremsen sind halt... Da sind halt Antrieb. Nein, also die Bremsen, da sind schon Magnetbremsen, aber da sind halt auch Antriebsräder, weswegen die ganze Station nach Gummi stinkt. Weil die wahrscheinlich nie weggeliftet werden oder so. Ja. Schöne Bahn. Also ich würde, macht Spaß, ja. Auf jeden Fall die wahrscheinlich aufwendigste und größte Bahn hier im Park. Ja. Wahrscheinlich auch die beste Park. Also
um jetzt nicht zu viel vorweggreifen zu können, aber ich glaube, der Zierer Kiddie Coaster kommt an diese Bahn nicht an. Nee, definitiv nicht. Und für ihr Alter 2001 ist sie auch gar nicht so unbequem. Nein, also fährt sich. Das ist schön berechnet. Aber so viel Stahl, wie er verbaut wird, ja, ist nicht ganz so viel wie in Madrid. Die Bahn war definitiv nicht günstig. War sehr teuer. So. Wo sind eigentlich die anderen? Ich glaube, die laufen hier rum. Einer raucht, einer macht Fotos. Wir haben jetzt noch einen Freifallturm und einen Kiddie Coaster zu tun. Wir sind auch schon andere Bahnen gefahren, aber davon erzählen wir später. Okay. Bis dann. Irgendwie zerschnibbelte frittierte Wurst. Ja. Ja. Huhu. Guten Tag. Hallo. MotoG. Da ist es. Leerfahrt. Ende aus Feierabend. Ja, heute. Will keiner mehr mitfahren. Leider wollen wir mit zu viel fahren. Ja. Es sind so viele, dass ganz Tag 2 Züge drauf waren. Egal. MotoG sind wir gerade gefahren. Ist ein Zamperla Launch Coaster mit Motorrädern. Genau, von 2010. Irgendwas unter 400 Meter lang. Sehr kompaktes Layout. Nils. Und also die Meinung unserer Gruppe ist sehr gespalten. Das Off hier, was gerade vor uns steht, findet die Bahn toll. Wir beide haben gerade in der Schussbremse nochmal rekapituliert und gesagt, wir finden diese Bahn nicht gut, weil sie uns einfach zu brutal ist. Ja, das macht mir einfach keinen Spaß. Also das ist zu brutal? Nee, Weicheier. Ja, und? Also, zu brutal finde ich sie nicht, aber sie macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach, ja, okay, es ist halt einfach. Sie bietet kein Gegenwert zu der Unbequemlichkeit. Also der Abschluss ist gut, das Layout ist prinzipiell auch ganz gut. Es ist schön kompakt, es hat viele Kurven, es drückt ganz schön, aber es ist wahrscheinlich die Sitzposition, gerade bei mir, ich bin fast 1,90 Meter groß, die dafür sorgt, dass es unbequem wird. Trotzdem sind wir sie zweimal gefahren. Haken runter, schön. Genau. Ja. Wir sind ein wenig ruhiger. Ja. Schön. Der Park hat zu. Wir sind aber auch noch gefahren. Machen wir jetzt dieses Hype. Hype. Ein Hype. Premier Launch Skyrocket 2? 2, genau. Nicht zu wechseln mit 1 und 3. Mhm. Das ist was völlig anderes. Genau, das ist was ganz, ganz anderes. Was ist das? Ein bisschen anders. Ist das anderes? Aber ganz anders. Ja, ganz die anders. Die haben nichts mit dazu. 2 fällt völlig aus dem Rahmen. Okay. Fällt völlig aus dem Rahmen. Davon gibt es, glaube ich, 9 Stück. 10, 11? Genau. Im Holiday Park gibt es 2 ungesiedelte. Zur Bahn. Also ich finde den Zug sehr unbequem. Ja. Ja, das ist wirklich so. Die Sitzposition, also ja, da durchzugehen und erstmal zum Gepäckabgabe. Allein das ist schon ein Kletterakt. Ja. Dann wieder zurückzuklettern und dann in diesen Sitz zu setzen, dich komplett einpressen zu lassen. Dann ist der Abschluss auch erst relativ lahm. Der erste ist wirklich sehr. Gut, die nächsten drücken da schon ordentlich. Die Bahn macht ja so eine Spirale quasi. Macht aber auch nicht wirklich Spaß. Also das Hochfahren macht Spaß und das Runterfahren macht Spaß, aber die langsamen Passagen über Kopf dann. Ja. Auch das macht keinen Spaß. Also, das ist einfach, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich teile die Meinung, dass die Wagen sehr unbequem sind, dass man da sehr eng drin sitzt, dass das wehtut. Die Fahrt an sich finde ich gar nicht so schlecht. Der erste Launch, ja, der ist ein bisschen larifari. Der Rückwärts-Launch, der drückt auch schon ganz schön. Ja, der macht Spaß. Den merkt man. Und die Auffahrt danach, die dann folgt und auch diese Rolle da oben, das ist schon ganz cool. Für das, was es machen soll, macht es das eigentlich ganz gut. Das sagt man auch zu Krake Meidepark, das, was sie machen soll, macht sie ganz gut. Genau. Ja. Ja. Was war denn hier noch? Ja, ansonsten sind wir hier noch die Kinderachterbahn gefahren im Angry Birds. Oh ja, im Angry Birds Land. Ein Zierer, Zierer Small Tivoli. Genau. Ja. Ja, ist wirklich sehr klein, fährt 5 Runden.
Weil so, ja, fünf Runden waren es. Ja, aber sehr lang. Stand ja wahrscheinlich schon früher im Park, jetzt ist es halt irgendwie Teil dieses Angry Birds Land. Wir haben die Vermutung, oder wir haben die, doch, wir wissen es doch ziemlich sicher, dass Angry Birds ja auch aus Finnland kommt. Und somit ist das hier so ein bisschen auch... das wusste ja. Ich wusste nicht mehr genau, was das überhaupt ist. Es ist gerade echt ruhig hier. Du kennst Angry Birds nicht? Ich weiß, dass es ein Spiel ist. Ja, ja, werden die ja aber mehr, ich habe es nie gespielt und mir wurde es gerade erklärt. Warum ist das, also das ist ja wirklich gruselig, wie schnell dieser Park hier ruhig wird. Komplett leer. Irgendwas passiert hier gleich und wir sind hier noch und denken noch. Dann hatten wir noch die Halfpipe. Das war eigentlich tatsächlich das, was wir zuerst gemacht haben, weil wir daran vorbeigegangen sind. Wir hatten ein bisschen Zeitdruck, um diesen Park hier heute abzuhaken. Ja. Dementsprechend haben wir wenig Videos gemacht, aber wir holen das jetzt mal kurz nach. Halfpipe. Gibt es... seit 2000 sowieso 6. Nee, schon länger, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe vorhin nachgeguckt. Es ist wir lassen es recherchieren. Auf jeden Fall ist es von Intermin, ja, wie eine Halfpipe halt. Genau. Gut. Es ist ein Zug. Da sind zwei sich drehende Gondeln drauf. Der fährt dann halt so eine Halfpipe so rauf und runter. Das seht ihr ja im Video hier gerade. Ja. Seit 2003. Es gibt ihn seit 2003 hier im Park. Genau. Ist die 30-Meter-Version, glaube ich. Ja. Und Fun Fact, es gibt auch ein gleiches Exemplar, da gab es mal in Tokio, was aber niemals eröffnet hat. Gibt's das war aber nur 20 Meter hoch. Steht noch. 2017 habe ich es gesehen. Oh. Bei Regen. Aber da steht das. Ja. Ja, man weiß nicht, ob es noch da ist. Wenn es noch da ist, sagt mal Bescheid. In die Kommis. Genau. Freuen wir uns immer. Auch Kleideranfragen oder sowas. Kleideranfragen? Ja, muss mal reingucken. Kriegen Kleideranfragen. Achso. Ja. Ansonsten... Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, jetzt kommt das Gesamtfazit. Ja, dann lassen wir dabei lassen, wo wir gehen, oder? Dann gehen wir ein bisschen. Habt ihr alle Achterbahn? Wir haben alle Achterbahn. Wir haben alle Achterbahn? Ja. Den Turm? Wir sind den Freifallturm gefahren von St. Perla. Ah, genau. Und er war gut. Ja, macht Spaß. Also, wirklich gut. Ja. Ich weiß nicht, hast du Aufnahmen davon? Bestimmt, ne? Ja, ja. Er fährt halt rauf und runter und dreht sich der gesamte Turm dabei. Was die Aussichtskomponente noch massiv aufwertet. Und außerdem macht er auch als Rauf- und Runter-Fallturm macht sehr viel Spaß. Einiges her. Ja, also es ist ein Pressluftturm. Ja, genau. Also gutes Fahrprogramm auf jeden Fall. Ja, kann man bestimmt noch schlechter machen, aber hier ist es gut eingestellt. Ja. Mhm. Zamperla, gut gemacht. Endlich mal, hey. Ihr macht nicht viel gut, aber das war okay. Türme könnt ihr bauen. Vielleicht sollten die sich einfach auf die kleineren Sachen konzentrieren. Wie ja, so andere Firmen auch. Sonst Gesamtfazit? Würde ich sagen. Ja, hier ist nochmal Tornado. Die haben wir schon. Ja, die haben wir schon reviewed. Das würde ich sagen, der ist das Highlight hier im Park. Ja, definitiv. Zum Park insgesamt ist eine ziemlich große Betonplatte. Gerade der hintere Bereich bei Hyper mit diesen kleinen Kimmelsfahrgeschäften. Alles asphaltiert. Wir sind jetzt gerade quasi auf dem Weg aus diesem Hauptteil in den anderen Teil. Der Park besteht quasi aus zwei Teilen. Im anderen Bereich steht die Halfpipe, das Rafting und gibt es noch so ein Bauernhofland, genau. Was aber extra Eintritt kostet. Und zwischendurch geht man an diesem großen Aussichtsturm vorbei. Und der übrigens super schnell gebaut wurde, sagt man. In 30 Tagen gebaut wurde. Und das ist hier Betriebshof. Also man geht quasi, wir drehen mal die Kamera um. Da ist der Ralf und da ist ein Zug. Ist quasi der Betriebshof und das ist aber immer noch Freizeitpark. Man ist hier irgendwie immer noch im Park drin. Da geht's zum Angry Birds Land. Leonarum. Letztendlich ist das irgendwie sehr gefrickelt wirkt das. Also ja. Der Turm ist auch nicht also im Standardeintritt. Also es gibt sowieso keinen Standardeintritt. Also man kann keinen Eintritt bezahlen. Es gibt ja nur ein Wristband für die Attraktion gekauft. Es gibt aber ein Sammelticket, wo der Turm mit drin ist. Genau. Aber im Standard-Ticket ist er nicht drin. Freizeitpark-Fahrgeschäft ist er nicht mit drin. Nee. Gehen wir eigentlich noch rauf da? Hä? Frage in die Runde: auf gehen den wir noch auf den Turm? Aussicht gucken? Kostet 5 Euro. Haben wir doch bezahlt. 5 nur? Ja. 5 Euro? Da war 5 Euro, da mal sind gucken. Sie dabei. Vielleicht gehen wir da rein. Tja, ihr werdet sehen. Aber vielleicht sonst, sehen wir uns. Sonst würde ich sagen: ja. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns morgen wieder. Du warst ja gerade am Meckern über Betonplatte. Es ist halt auch teilweise echt Billo-Gebäude. Also das Gebäude von Hype zum Beispiel. Hm. So ein Bretterverschlag ja. Im Grunde, der ein ja, bisschen so eine Schnellbauhalle geklebt ist. Da ist auch nichts drin. Ja. Aber es ist schön beplankt. So
bisschen Deko drin. Also foliert halt. Ja, foliert halt. Ja. Also sieht gar nicht schlecht aus für eine Schnellbauhalle. Aber als der Fernseher wieder lief in der Warteschlange, da war das Warten schon wieder ein bisschen angenehmer. Ja. Danke, Jonas. Bitte. Ja. Okay, wir diskutieren noch ein bisschen, ob wir da noch hochgehen. Da noch hochgehen. Und ihr macht nicht mehr so lange, ja? Ne, ja, genau. Mhm. Bis dann. Tschüss. Gut, bei den Massen an Beton, die hier verbauen. Vor allem bei dem Gestein, der braucht eigentlich kein Beton. Ich glaube, unser Haus sehen. Wo denn? Da. Das Gelbe, ne? Da ist noch dieser Baukran. Mhm. Links davon.